Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, aufgrund der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Da sind die auch zweimal, glaube ich, allein aufs Tor gelaufen. Der Eckball, wo Tego noch gut hält, zweimal. Das, ich denke, der Punkt geht in Ordnung. Wir hatten auch noch unsere Chancen. Aber so ist es schon in Ordnung. Ja, wir wollen gewinnen. Wir wollen unsere letzten beiden Heimspiele auf jeden Fall gewinnen. Wir werden voll auf Sieg spielen und unser Bestes geben. Für uns spielt das eigentlich keine Rolle. Klar ist es schade für so einen Traditionsverein vielleicht, wenn sie verlieren, dann runterzugehen. Aber das darf uns nicht beeinflussen. Wir wollen einfach unsere Leistung bringen und Gas geben. Ja, immer. Flutlichtspiele sind immer die schönsten Spiele, finde ich. Wenn das Licht angeht, wenn es ein bisschen dunkler wird dann im Laufe des Spiels und die Atmosphäre brennt. Es macht immer riesig Spaß und ich hoffe, dass auch sehr viele Zuschauer kommen werden und dann lassen wir nochmal die Schüker Arena schön brennen. Ich finde das sehr wichtig, weil ich weiß genau, wie das war früher, als ich jung war. Also ich bin auch noch jung, aber es ist immer schön, Hilfe zu bekommen und wenn man jemand gut zuspricht, die Mut gibt, ich denke, dann kann er auch noch besser Fußball spielen als Junge. Und das versuche ich den Jungs weiterzugeben. Und die Jungs sind richtig gut. Robby macht das sehr gut, Henry macht das sehr gut, auch die ganzen anderen, Can und Zero machen das auch gut. Die sind alle gut dabei und müssen sich weiterentwickeln, müssen noch viel lernen, aber machen das schon sehr ordentlich. Also bei mir persönlich, ich habe keine Probleme mit Fitness, ich bin voll im Saft. Umso mehr Spiele bei mir, umso fitter werde ich. Ich denke, die Mannschaft ist auch voll im Saft. Das sieht man, wir rennen um unser Leben jedes Spiel und können bis zur 92., 93. Minute voll Power geben. Ich denke, wir sind alle topfit und das wird auch die letzten drei Spiele so sein. Ja, ich bin dankbar, dass ich jedes Spiel spielen durfte, außer eins, wo ich verletzt war. Das ist eine sehr, sehr schöne Situation für mich. Ich fühle mich gut, ich versuche mich zu verbessern und ich fühle mich sehr wohl hier in Bielefeld und so kann ich auch immer besser werden.